Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Heute gibt es wieder eine neue Folge unserer Kategorie Wer ist bekannter? Wir haben uns gefragt, wer von den beiden Marvel-Schauspielern, Chris Hemsworth und Chris Pratt, auf der Straße mit Namen erkannt werden kann. Ich glaube ja, Chris Pratt ist durch seine Rollen in Guardians of the Galaxy und Jurassic World zum Star-Lord von Hollywood geworden. Ich glaube aber, dass Chris Hemsworth dir zeigen wird, wo der Hammer hängt, weil ihn definitiv viel mehr Leute erkennen werden. Wir werden jetzt 20 Leute insgesamt ansprechen, ich 10 und Christian 10. Jeweils 5 Männer und 5 Frauen. Genau, und dann werden wir sehen, wer vorne liegt, und wir fangen jetzt einfach mal an. Könnt ihr beide uns denn sagen, wie diese Schauspieler heißen? Oh, das ist gar nicht meins. Nee. Chris Hemsworth und ich weiß nicht. Okay. Keine Ahnung. I cannot say. Are the same actors or not? No. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das ist Brad Pitt, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall beides nicht meine Filmkategorie. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Nein. Warte, ist er nicht? Brad Pitt? Ja, das glaube ich auch. Aber ich weiß nicht, wer das ist. Nee, ich weiß nicht, wer es ist, aber es ist nicht Brad Pitt. Ich weiß, dass er einen Zwillingsbruder hat. Ich habe ihn nie gesehen, aber der ist bekannt. Ja. Brad Pitt! Oder? Das nee. Habt ihr schon mehrfach gehört, ist auch falsch. Beide falsch. Gut, dann beide nicht. Keine Ahnung. Chris Hemsworth und Chris Evans. Ich weiß leider nicht. Ehrlich, keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann man nicht sagen. Ich habe so beide geguckt, die Filme, aber ich weiß es nicht. Okay. Ihr müsst euch nicht schämen, das ist heute erstaunlich oft passiert. Links ist Chris Hemsworth und rechts ist Chris Pratt. Das Ergebnis der Umfrage, ob Chris Hemsworth oder Chris Pratt bekannter ist, hat selbst uns überrascht. Denn eindeutiger Gewinner war Brad Pitt. Dann auf dem zweiten Platz mein Favorit Chris Hemsworth. Auf Platz 3 hat sich noch ganz, ganz schnell ein Außenseiter reingeschmuggelt, nämlich Chris Evans mit einer Stimme. Und Chris Pratt, naja, war jetzt nicht so überragend. Ja, Chris Pratt ist leider Lichtjahre entfernt abgeschlagen, auf dem letzten Platz gelandet. Und weil ich diese Wette verloren habe, werde ich mich persönlich bei Chris Pratt, diesem außergewöhnlich guten Schauspieler, dafür entschuldigen, dass ihn in Hannover keine Sau kennt. Genau, das gibt es dann demnächst als Video zu sehen, und ihr könnt euch auch schon mal auf die nächste Umfrage freuen. Macht's gut!